Samstag, ich glaube, 6:30. Unsere Nacht ist katastrophal gewesen. Wir sind noch seit 6, kurz vor 6 wieder wach. Erst wollte sie sich nicht anziehen, jetzt probiert sie es sich selber, Schlafanzug auszuziehen, ja? Mama hat Sachen hingelegt, die sind hübsch, wo sind sie? Da? Ja? Aber ja, jetzt bist du vor die Scheibe gehopst. Nina will auch essen. Oh oh. Hat die Lina nichts mehr? Oh feia. Ja, dann geben wir das der Lina, ja? Soll ich es aufmachen? Ja. Bitte schön, eins für die Lina. Eins noch aufmachen, ja? Wir essen dann aber auch, okay? Willst du noch ein Träubchen haben? Guck mal hier. Na gut, wir geben das auf. Ja. Kannst du der Lina geben, okay? Oh. Willst du noch Banane? Nein? Keine Banane? Prima! So kalte Beinchen? Willst du Hausschuh anziehen? Was sagst du? Übrigens die Butter. Gerade abgeschnitten von rechts und links. Tipptopp. Noch ein Kussi? Noch ein? Noch ein? Noch ein? Und noch ein? Danke. Und noch ein? Und noch ein? Und noch ein? Bist du richtiges Mädchen? Ja, mein Schatz. Spielst du mit den Nagellacken von der Mama? Mama? Ja, von der Mama, oder? Ja, setz dich hin, mein Spatz. Spiel schön. Weil Mama versucht sich ihr Gesicht zu zaubern. Wieso ist denn das jetzt so schmierig? Ja, genau, mein Schatz. Spiel schön und Mama macht sich fertig, weil wir wollen nachher zum DM. Ich brauche ja nicht so viel, aber wenn der Papa uns schon mal baut. Soll ich es rausholen? Ja. Bitte schön. Wenn der Papa uns schon alleine lässt, der Tagschicht das komplette Wochenende, aber er lässt uns das Auto da und dann muss ich das nutzen und fahre zu DM. Genau, und dann muss ich ja so ein bisschen aussehen wie ein Mensch. So, mein Bruder ist da. Jetzt wird noch kurz gespielt, Kaffee getrunken und dann ab zu dem. Los! Du bist hübsch, neue Schuhe, ja, zeig mal. Schmuck bist du, los geht's! Ich bin jetzt vom DM zurück, die Zeit war ein bisschen knapp. Königsberger Klöpse habe ich gemacht, ich wollte eigentlich noch Kartoffeln dazu machen, aber mein Mutti hat auf die Herdplatte gefasst. Zum Glück hatte ich die gerade erst angemacht, aber es war. Ja, mein Schatz, es war aber auch so heiß, dass es schon weh tat. Aber es hat sich. Ich habe jetzt die ganzen Hände angeguckt, es ist nichts. Nichts Weißes, keine Blasen, hat sich nichts gelöst. Ich denke mal, wir haben Glück gehabt, aber der Schock sitzt tief. Außerdem ist er extrem müde. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Klöpfchen reinzukriegen. Ich habe auch Angelina angemacht. Das hilft gerade ein bisschen. Ja, mein Schatz? Ja. Mach mal Lego, Lego.
Die macht sich mit den Händen die ganze Zeit so rum, aber es ist nichts, es ist nichts. Ich denke mal so leicht, ja, das ist ja auch unangenehm. Naja, wir essen jetzt erstmal. Punkt um 12, Piechen schläft jetzt. Ich habe sozusagen 20 Minuten jetzt gebraucht, bis sie schlafen hat. Also das Einschlafen ist zurzeit. Es war bestimmt über ein Jahr, anderthalb Jahre. Einschlafen war bei uns nie das Problem. Nie. Wirklich hingelegt, rausgegangen. Das war einmal im Monat, dass er da geweint hat, wenn wir rausgegangen sind. Und seit anderthalb Monaten ist es wirklich grauenvoll. Wir müssen uns hinsetzen, singen, ihre Hand streicheln. Und wir stehen auf, also sie weint richtig bitterlich, richtig. Das ist wie Todesangst, dass wir sie verlassen. Das ist komisch, weil sie ist wirklich, seit so ein halbes Jahr ist, schläft sie alleine ein, ohne Probleme. Schläft zwar absolut nicht durch, aber Einschlafen war nie unser Problem. Und nicht mehr zum Mittagsschlaf. Ich meine, gut, jetzt hat sie sich eingeweiht, weil sie immer sagt, aua, aua, ihre Hände, ich habe jetzt bestimmt 10-mal geguckt. Ist nichts. Und wenn, dann hat sie ganz kurz drauf gefasst oder nur mit dem Spitzen. An den Händen ist nichts. Es ist nichts. Es wird der Schreck gewesen sein und vielleicht wird es auch heiß gewesen sein und wird jetzt so ein bisschen brennen oder so. Aber es ist keine Verbrennung, gar nichts. Und jetzt hat sie sich eingeweint. Schrecklich. Und das in der Nacht ist es das gleiche Spiel. Sie kommt nachts, kannst du drauf warten, spätestens um 12 sind es rüber. Allerdings ohne zu weinen. Und dann will sie in unser Bett. Aber dort ist nicht an Schlaf zu denken. Das ist das Problem. Wir würden sie gerne bei uns schlafen lassen, würden sie schlafen. Aber sie wälzt sich, datscht rum, erzählt, strampelt und richtig dolle. Also das tut richtig weh. Dann liegt sie quer. Dann fängt sie mal an, mitten im Schlaf, das macht sie aber auch schon ein bisschen länger, zu strampeln. Und nein, nein, also irgendwie sich zu wehren gegen was. Sie erträgt auch die Decke nicht. Das ist ihr absolutes Hassobjekt. Selbst wenn sie so im Halbschlaf ist und ich abends dann noch mal reingehe ins Zimmer und sie ist aufgedeckt, was immer der Fall ist, und ich sie so zudecken will, wird sie total aggressiv und fängt an, die Decke wegzustrammeln. Also es erträgt sie nicht, aber alle 2 Wochen Bronchitis, ich decke mein Kind zu, weil sonst wären wir ja nicht wieder fertig. Und jetzt habe ich schon die Heizung an, Unterhemde an, dass sie, wenn sie sich aufdeckt, wenigstens, dass alles ringsrum ein bisschen warm ist. Oh, das ist schrecklich. Jetzt haben wir gesagt, wie kriegen wir das wieder hin, dass sie wieder in ihrem Bett schläft. Nicht durch, aber wenn sie eben weint, dass man in der Nacht hingeht. Aber nicht 2 Stunden oder 3 Stunden brauchen wir, bis das Mädchen wieder schläft. Und die brüllt aus vollem Rohr. Also richtig panische Angst, sich ins Bett zu legen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann es mir absolut nicht erklären. Es ist schrecklich. Markus hat ja nun, er muss um 4 aufstehen. Und dann ging das die Nacht um 10 schon los. Ich wollte gerade ins Bett, ich hatte ja Spätschicht. Und da sehe ich an der Tür, wie das Mäuschen steht. Und da wollte ich sie gleich wieder ins Bett bringen. Bis 11:45. Schrecklich. Und dann immer, dann musst du raussehen und dann muss sie eben weinen. Aber die schreit. Die schreit, die ist überströmt. Die kriegt schon keine Luft mehr. So schreit die. Dann wartest du 5 Minuten, dann gehst du wieder rein. Dann beruhigt sie sich, weil du dich daneben hinsetzt. Aber ich sehe auch nicht ein, dass ich jetzt mit fast 2 Jahren anfange, ein Kind in den Schlaf zu singen und zu summen, was immer allein einschlafen könnte. Also es muss ein anderes Problem sein. Ich denke, dass wir das einmal angefangen haben mit wir singen und dass sie jetzt sich dran gewöhnt hat und das einfach, weil sie ja so stur ist wie ich, und das einfach will, dass wir sitzen bleiben. Das ist ja nicht nur beim Schlafen so, das ist bei anderen Sachen so, die wir einmal angefangen haben. Sie drückt das durch, bis das so funktioniert, wie sie das will. Und dann kostet das auch gerne 3 Stunden im Schlaf in der Nacht. Interessiert sie nicht. Ich habe jetzt im Ruhigen bestimmt schon die 4. Nacht mich hingesetzt und erzählt, dass das da drüben Mamas Bett ist. Und dass das hier Pias Bett ist. Pias Zimmer für ganz alleine für Pia. Dann fängt sie an, hat sie das verstanden? Ich sage, ist das gut so? Ja. Mama Lulu. Dann ist es das Lulu. Dann erzählt sie mir 10 Minuten weinen, sie muss Lulu. Dann gebe ich nach, setze sie auf den Topf, kommen 3 Tropfen, dann ziehe ich sie wieder an, lege sie ins Bett. Dann ist sie wieder ruhig. Dann will ich wieder gehen und dann brüllt sie wieder wie am Spieß. 10 Minuten. Dann erzähle ich ihr das Gleiche nochmal. Dann Mama trinken. Dann ist es das Trinken. Dann hat sie akzeptiert, okay, es ist mein Zimmer, Lulu war mal auch. Scheiße, Mist, dann muss ich jetzt was trinken. Dann habe ich eben Durst.
die versucht auf Teufel komm raus hilflos zu machen, dass Mama ja da ist und mit ihr Lulu geht und trinken. Und dass Mama, wenn ich sie frage, hast du Angst? Ja. Hast du Aua? Aua? Macht sie dann hier? Aua? Manchmal sagt sie Aua Hand. Also sie versteht schon, auf was Mama und Papa anspringen. Mama und Papa springen an auf, ich habe Durst, dann gehen wir und geben was zu trinken. Wir springen an auf Mama Lulu, weil ja tagsüber sehr trocken. Und wenn sie da sagt, Lulu, komm mal ja auch sofort und hol ein Töpfchen oder bring sie aufs Klo, weil wir Angst haben, dass sie einbrüllt, ist klar. Und Mama Aua ist auch was, wo Eltern immer drauf anspringen. Also sie versucht es in der Nacht auf die Tour. Und ich versuche es jetzt mit konsequent, aber 3 Stunden jede Nacht ein schreiendes Kind ist für den Nachbarn toll, für den Papa, der arbeiten muss, toll und für mich ist das auch natürlich extrem viel Schlaf. Und das Mädchen ist auch nicht ausgelassen, deswegen war sie jetzt auch so extrem weinerlich und müde, weil sie eben so schlecht schläft. Jetzt habe ich ja 5 Minuten mit ihr gejammert. Klar. So, Pieschen guckt noch ein bisschen Conny. Wir waren noch kurz Abendbrot einkaufen. Und in einer Stunde kommt der Papa schon wieder, dann gibt's Abendbrot. Ja, Pia hat wieder Schnupfen, ich hab's ja gestern schon so vermutet. Weil sie wieder so kränklich aussah und die Nacht war, wie gesagt, auch unterste Katastrophe. Also wir haben nur noch Katastrophennächte. Also unter 1-2 Stunden Theater ist da nie. Aber die war ja der Knaller. Aber wie man hört, sie schnorchelt und röchelt. War ja auch eine Woche gesund, 1 Woche. 2 Wochen ist es her, dass man aus dem Krankenhaus kam mit einer Lungenentzündung. Und 1 Woche hat es jetzt keinen Schnupfen. Wir wussten es eigentlich auch wieder ganz gut. Und ich habe mich jetzt gestoßen. Unter dem Arschknochen. Und das tut weh. Aber zum Glück ist kein. Zum Glück ist kein Sommer mehr. Da brauche ich. Da sieht es kein Mensch den blauen Fleck. Die ist schon nach 1,5 Stunden wieder aufgewacht, kam dann zu Mama auf die Couch. Jetzt wollte ich einen Kuchen machen, spontan. Und hab natürlich nicht da. Dafür, wenn sie jetzt mit ihrem Eis beschäftigt ist, mache ich dann jetzt mal einen Abwasch. Sonst wird Papa verrückt, wenn es hier immer noch aussieht wie Bombe. Und dann setze ich so einen Wagen und dann holen wir einfach was zum Kaffee. Es ist zwar jetzt richtig mieses Wetter, aber wir werden trotzdem mal rausgucken. Aber du bleibst mit dem Wagen. Schatzi, du musst das nicht trinken. Boah. Du musst es nicht trinken. Willst du aufhören? Willst du es mir geben? Das aus. Nein, das ist ein Bild. Bild. Ein Haus. Wo ist der Kreis? Kreis? Ein Haus. Da unten ist ein Haus. Und hier ist auch noch ein Haus auf der Seite. Gucke, wo ist hier das Haus? Kannst du mir ein Auto zeigen? Das ist ein Haus. Auto? Ein Bus? Der Bus, Auto. Genau. Und ein Fisch? Fisch. Fisch. Genau. Essen. Nicht essen. Ein Fisch nicht essen. Und ein Ball, mein Schatz? Ball. Genau. Und daneben, was ist daneben?
Genau, mein Schatz. Und was haben wir hier auf der nächsten Seite? Oh. Singst du schön. Oh. Du singst wohl schon Lalelu. Ich sehe einen Schlüssel. Blö, blö, blö. Ein Schlüssel. Wo ist der? Ein Hut? Die bleiben an, Schatz. Es ist ganz schön kalt. Alle meine Entchen schwimmen auf dem... Papa ist da. Abendbrot haben wir auch gegessen. Das Kind ist noch nicht müde und Papa verzichtet auf seine Sportschau.